ganz herzlich. Heute mal wieder aus dem Auto. Oh mein Gott! Ja, heute sind wir 2 Wochen, also wir kommen heute aus der Quarantäne raus sozusagen. Und wir dürfen einkaufen fahren, weil wir haben echt voll viele Sachen nicht mehr. Wir haben kein Mehl mehr. Was haben wir auch nicht mehr? Frische Sachen haben wir überhaupt keine mehr. So wie Obst, Gemüse und so. Vergiss es. Ciao. Nur mehr Tiefkühlsachen. Und auch nicht alles natürlich. Wir brauchen auch ganz... Küchenrolle fehlt uns. Ja, Küchenrolle fehlt uns. Ne? Mit Welpen zu Hause ist das natürlich so eine Sache. Ne? Mit Küchenpapier. Moment, der Papa hat auf jeden Fall so eine fette Liste geschrieben. Ich zeig's euch. Schaut euch das an. Das müssen wir alles einkaufen. Pommes tiefgefroren, Bananen, Spitzpaprika, Butter. Butter haben wir. Ein Stück haben wir noch. Aber wenn wir backen, ist der Kuchen, dann ist es... Achso, Butter zum Backen. Ja, das aber zum Streichen haben wir. Ja, auf jeden Fall ist der Papa mit. Aber wir haben beschlossen, nicht zusammen reinzugehen. Ich weiß ja nicht, wie die Regel so ist, ob man überhaupt zusammen einkaufen gehen darf. Wir sind jetzt am Parkplatz und beobachten andere Menschen, ob die vielleicht zu zweit reingehen oder alleine. Weißt du, was ich voll blöd finde? Wir hätten uns irgendwas für die Hände mitnehmen sollen. Jetzt greifen wir diesen Wagen an. Ist egal. Ist ja voll nicht egal. Wenn wir zu Hause sind, weiß ich mit ihnen. Schau, die gehen ja zu zweit. Schau, die anderen waren auch zu zweit, die Frauen. Sollen wir dann zu zweit gehen? Ah, komm. Okay, dann gehen wir auch zu zweit, weil, ja, wenn es andere machen, machen wir es auch. Voll krass. Also, kein Händeschütteln. Der Papa braucht das für die Naschlade, oder? Mhm. Ein wenig. Ich fühle mich jetzt schon 20 Kilo fetter, diese 2 Wochen zu Hause. Und Crispy Rolls hätte ich auch gerne. So. Schaut mal, seht ihr diese Dinger da bei den Kassen? Ich habe halt gehört, dass in manchen Ländern oder in manchen Städten ist eine Security draußen und schaut, dass nicht so viele Menschen drin sind. Das ist bei uns nicht so. Na gut, wir gehen jetzt mal schnell in Ruhe einkaufen und zeigen euch dann, was wir gekauft haben. Der Zustand ist schon krass, wenn man denkt. Also, ja, manche Sachen findet man halt wirklich nicht. Bohnen, Spaghetti, was? Und Nudeln haben wir zu Hause. Fusilli haben wir. Doch, in diesem... richtige Spaghetti. Ja. Gibt's halt keine. Müssen wir woanders schauen. Öl gibt's auch keins mehr, gell? Unser Einkaufswagen. Man erkennt den ja nicht so gut hier. Also unser Einkaufswagen ist mal wieder rammelvoll. Ich sag, unser Einkaufswagen ist mal wieder rammelvoll. Das ist normalerweise eh immer so. Stimmt. Und wir waren 2 Wochen nicht einkaufen. Also okay, die Nachbarin war für uns einkaufen. Da gibt es diese Absperrung, seht ihr? Zwischen diesen Linien muss man Abstand halten. Ne? Das ist genau ein Wagen. Wird dir helfen vielleicht? So, meine Lieben, unser Raubzug war richtig erfolgreich. Schaut mal, und so schaut unser Wagen aus. 250 Euro haben wir ausgegeben, oder? Ja, aber das ist ja normal. Das ist also 200, 250. Deswegen, ja. Wir füllen wir, aber wir haben noch nicht alles, oder? Wir haben noch gar keine Milch. Tierfutter fehlt uns. Keine Ersatzmilch, kein Tierfutter. Ja, das fehlt uns noch. Aber ich finde, wir haben eh gut eingekauft. Wenn man bedenkt, wir waren 2 Wochen nicht einkaufen. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch zum Bäcker. Brot kaufen, oder? Frische Semmeln und so. Ja, um auch ein bisschen das Regionale hier zu unterstützen, so das Bäckerbrot schmeckt uns am besten, also von dem her. Wenn ihr wollt, zeigen wir euch zu Hause schnell, was wir gekauft haben, also keinen richtigen Haul. So, meine Lieben, die Einkäufe sind schon ausgeräumt aus den Tüten. Der Papa ist jetzt nochmal schnell losgefahren, der musste nämlich zur Apotheke mein Schilddrüsenmedikament, das Tyrex, kaufen. Das haben wir nämlich vergessen. Und dann Hundefutter und Katzenfutter. Das haben wir nämlich auch nicht mehr wirklich, also wir haben noch Katzenfutter, aber kein Hundefutter mehr. Im Endeffekt ist das, glaube ich, ja, wir haben jetzt den Hunden auch ein bisschen Katzenfutter gegeben. Im Endeffekt geht es auch nicht so schlimm, aber ja, er ist jetzt halt nochmal schnell zum Müller, glaube ich, gefahren. Ja, und ich werde jetzt auf jeden Fall die Einkäufe wegräumen. Wir haben fast alles gekriegt, was wir auf der Liste hatten. Das einzige war aber, glaube ich, Öl. Also Sonnenblumenöl haben wir keins gefunden.
und Spaghetti. Ja, also so diese normalen Spaghetti-Nudeln. Ja, aber sonst gibt es eigentlich voll viele Sachen. Vereinzelt fehlen halt sowas wie Bohnen oder passierte Tomatensaft oder so. Also so solche Sachen, aber das meiste, wie man sehen kann, ist da. Sogar Küchenpapier haben wir 2 Rollen gekauft. Wenn ihr wollt, machen wir so einen schnellen, Haul, wo ich euch so die Sachen zeige, während ich sie in den Kühlschrank einräume oder zu den Plätzen, wo sie halt hingehören. Ha? Machen wir das so auf die Schnelle. So, ich habe euch jetzt hier raufgestellt. Ich werde euch die Sachen wie in einem schnellen Haul zeigen. Also ich werde nicht großartig drauf eingehen, wie sonst bei den normalen Hauls, weil das würde hier, glaube ich, den Rahmen für den Vlog sprengen. Deswegen im Schnelldurchlauf. Einmal ein Landhändel, also so ein Hühnchen. Dann für die Kinder Eis. Die haben einen ganz großen Wunsch geäußert. Süßigkeiten und Eis, das hatten wir schon längere Zeit. Jetzt nicht mehr so, glaube ich. Locker ein paar Tage, wo wir gar nichts Süßes mehr zu Hause hatten. Und ich habe in letzter Zeit sehr viele Kuchen gebacken. Auch in der Zeit, wo wir nicht gebloggt haben, weil naja, der Drang nach Süßen einfach so stark war. Also wie gesagt, diese Mini-Stieleis. Dann habe ich für mich diese Mozzarella-Sticks gekauft. Dann noch ein Eis, diese Vanille-Cornettos. Dann Käse, einmal den Bergbauern-Gouda. Dann den Heumilch-Gouda. Und einen österreichischen Tilsiter-Käse. Dann einen Lachs, einen frischen norwegischen Lachs mit Haut. Da habe ich mir gedacht, dass ich das mit so mit Sauce Hollandaise und so machen. Da habe ich nämlich so ein paar Tüten noch zu Hause, so von Fairfix Sauce Hollandaise. Dann Zucker. Dann habe ich auch Eier genommen, 15 Stück von Freilandhaltung. Dann Pizzen, einmal Salami und 2-mal Margherita. Dann habe ich auch so Backkammerbär noch mitgenommen. Faschiertes, also Hackfleisch, da habe ich 2 Stück davon. Dann diese Lucky Crisp, die essen die Kinder am allerliebsten. Das sind diese Lions, also die originale Lions, oder? Heißen die Lions? Ja, ich glaube. Dann hat aber sich diesen Weichkäse mitgenommen. Wir haben noch mal eine Seife gekauft, so eine schöne Farbe blau, Aloe Vera. Dann noch Potato Wedges, Mandarinen, Gurken, Bananen, Emmentaler Sticks habe ich auch mitgenommen, Semmelbrösel, dann Mehl, da habe ich gleich 4 Pakete mitgenommen. Paprikapulver ist bei uns auch leer gegangen. Milchschnitte, Frühlingszwiebel, Himbeeren, ein Osterstritzel, heißt doch Stritzel, ja. Dann haben wir so ein Osterstritzel mitgenommen. Der Papa hat ganz viele Melanzanis, ich glaube insgesamt 4 oder 5 Stück für seinen Auberginensalat oder Melanzanisalat mitgenommen. Dann einmal so eine Kiste Erdbeeren, Kinder Schokoriegel. Wir haben Pommes gekauft, also Tiefkühlpommes. Dann Hummusaufstrich für den Patrick und für uns alle. Dann Zwiebeln sind uns auch schon wieder leer gegangen. Wir kochen nämlich ziemlich viel. Und ja, Zwiebeln ist einfach das A und O. Toppi, Maxi, das ist so Monte von Hofer. Dann habe ich ein Milky Way mitgenommen und Milka Schokolade. Die Kinder wollten unbedingt Süßes. Als sie gefragt haben, was sollen wir auch mitbringen? Schokolade, alles klar. Dann haben wir auch so eine Wurst mitgenommen. Radieschen, 2 Bund. Babybell für die Lara. Dann haben wir Avocado. Spitzpaprika haben wir auch 2 Pakete mitgenommen. Kiwis. Gefrierbeutel. Paprika und Weintrauben. Dann habe ich so einen Joghurt mitgenommen. Heumilchdessert, so ein Rahmjoghurt. Dann Rispentomaten. Ananasstücke hat sich der Papa mitgenommen. Kidneybohnen habe ich 1 Dose mitgenommen. Ich möchte nämlich Chili con Carne machen. Und dazu braucht man ja auch eine Kidneybohne und normale Bohnen. Davon haben wir eh auch so diese da noch vom letzten Mal. Dann Gulaschfleisch habe ich mitgenommen, weil ich
unbedingt Gulasch machen möchte. Einen Granatapfel für mich, eine Sellerieknolle hat sich der Papa mitgenommen. Nochmal so ein Pudding. Dann Schnitten, wollte Papa sich unbedingt mitnehmen für sich. Dann habe ich auch wieder Butter mitgenommen. Ich habe in letzter Zeit so oft einen Kuchen gebacken. Ich habe so ein geiles Marmor-Gugelhupf, also so ein Marmor-Gugelhupf-Rezept. So, wer ist denn das? Heißt doch Gugelhupf? Ein Marmorkuchen? Ja, ihr wisst wahrscheinlich, vielleicht, was ich eh meine. Ihr wisst wahrscheinlich eh, was ich meine. Mit so einer Kuvertüre drüber. Mega lecker. Butterkekse hat der Papa auch noch mitgenommen. Und ich habe auch Eierspätzle mitgenommen, gleich 4 Pakete. Chips, da war ein bisschen Mangelware, wir haben nur so Tortilla-Chips mitgenommen. Dann habe ich hier noch eine Maisdose für Chili con Carne und für Pizza und so weiter. Diverse Naschereien wie Schokobons, Maxi King. Papa hat sich noch so Zuckerl mitgenommen, Kekse und nochmal Tomaten. Dann noch Ananas. Kompott für den Papa und Fruchtcocktail-Kompott. Birnen und Chips, also Pringles. Diese, das war die einzige Sorte, die wir gefunden haben. Der Rest war einfach leer gefegt. Ja, und Auftrag von Lara bekommen. Babybell, die liebt ja Babybell. Und ein Joghurt habe ich noch gekauft und Schokofresh. Und das war's eigentlich, ja. Ich räume jetzt auf jeden Fall noch die restlichen Einkäufe fertig ein und melde mich dann später. So, ich habe jetzt alle Sachen weggeräumt. Den Tisch muss ich noch ein bisschen putzen. Und ich habe jetzt die Weintrauben hier in meine Monsieur Cousine Körbchen reingetan, weil ich werde es jetzt hier waschen. Also, weil mein Monsieur Cousine anstecken. Die Weintrauben alle abzupfen und in den Korb hinein. Dann hinein damit. Und dann kommt hier 1,5 Liter Wasser. Und dann 30 Sekunden. Bei Stufe 10. Spülen. Genau. Und fertig sind die Trauben. So, jetzt werden die noch ein bisschen abtropfen, ein bisschen lassen. Cool, oder? Saubere Weintrauben. Lecker. Ich werde jetzt auch gleich zum Kochen beginnen. Ich habe euch ja gesagt, heute gibt es Gulasch und ich habe mein Krupskuck von mir rausgekramt. Die tauschen bei mir immer Plätze. Entweder ist hier der Thermomix, den habe ich jetzt kurz daher getan, oder die Cook for Me. Ich mache zum Beispiel Sachen wie Gulasch so total gerne da drin, weil es super schnell geht. Also Gulasch ist mega schnell fertig. Also keine 90 Minuten kochen oder irgendwas, sondern das ist, ein schnell, so wie ein Schnellkochtopf, ne, mit Druck und dann geht es super, super schnell. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt das Gulaschfleisch schneiden und die Zwiebeln und gleich kochen, damit das schon mal fertig ist. Und dann muss ich hier wieder arbeiten, Videos schneiden. Ja, aber zumindest habe ich die Küche schön sauber gemacht. Hier Sachen weggeräumt. Papa ist auch noch unterwegs, der kommt aber auch gleich nach Hause. Deswegen, ja, fange ich schon mal an. So, ich habe jetzt die Zwiebeln geschnitten, das Fleisch. Hier drinnen habe ich Paprika. Das gehört nämlich auch ins Rezept dazu. Ich nutze es immer gerne mit der App, weil dann kann ich mir ein bisschen lesen. Dann muss ich noch Play drücken. Und dann sagt er mir eigentlich schon, was ich tun muss. Öl in den Behälter geben. Und ich kann auch immer schauen, wie viel. 3 Esslöffel Öl. Der Papa ist jetzt wieder da mit Leckereien für die Hunde. Ich hoffe, dass euch alles schmeckt. Ja, 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 ja. Sie haben bis jetzt bei mir Rindfleisch geschnurrt. Weißt du? Ja, sehr. Zu viel. Emmy, was ist los?
hat Papa euch Tierfutter gekauft? Ah, oh, das ist ja verpackt, ey. Mit Kindersicherung oder was? Idiotensicher. Das ist sicher. Amy, schau mal, Papa. Was hat Papa? Ja. Emmy, Emmy. Sie sind wieder lustiger. Und hast du mein Medikament auch noch geholt? Yep. Thank you. Merci. Sehr gut. Gulasch ist schon fertig angebraten. Jetzt habe ich schon die flüssigen Zutaten plus die Gewürze reingetan. Gulaschgewürz, Paprikapulver und so weiter. Jetzt mache ich gleich den Deckel zu. Der schreit schon. Ja, ist schon gut. Ein bisschen verrühren. Und dann, let's go. Der wird jetzt... Mann, der brüllt rum. So, bitteschön. Jetzt heizt er sich nochmal auf. Und dann 10 Minuten oder so ungefähr. Das hat der Papa auch noch gekauft. Ein paar Kleinigkeiten noch, die... Ja, ein bisschen Milch, würde ich mal sagen. Brauchen wir Nudeln, also Cornflakes und Öl hat er gefunden. Gewürze, Brezeln. Wieso hast du nicht 2 Pakete Brezeln gekauft? Bei uns verschwindet der diese Brezeln. Ja, bei uns mit den Kindern ist aber einer Mahlzeit aufgefuttert. Und Chips. Und ein bisschen Fleisch. Sehr gut, Schatz. Und Popcorn auch. Ja, das war schon ausverkauft, das Popcorn, gell? Beim Hofer. Wahnsinn. Und Eis hat er gekauft. Also, mega lecker. Mega lecker. So, ich gehe jetzt ein bisschen arbeiten. Muss ein Video schneiden und so weiter. Tschüss. So, meine Lieben, Essen ist fertig, die Spätzle sind fertig, ich richte jetzt gleich an, wie ihr sehen könnt, und das Gulasch ist auch schon fertig. Ja, jetzt geht es darum, das Essen anzurichten. Ich glaube, Michelle reicht. Patrick. Michelle, hast du den Patrick schon gerufen, dass er kommt? Gut. So, meine Lieben, Papa räumt jetzt schon wieder den Geschirrspüler aus. Bei uns rennt der wirklich... Wie oft schalten wir den ein am Tag? So zweimal. 2 bis 3 Mal. Also gibt es auch Tage, wo man vielleicht 3 Mal so Standard. Also wir werden alle, wie wenn Weihnachtsferien wären, oder? Wenn alle zu Hause sind natürlich. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie oft euer Waschmaschine, Geschirrspüler rennt. Ja, der Papa räumt jetzt hier auf. Ich gehe jetzt wieder ins Büro, muss ein bisschen was arbeiten. Und ich wollte mich jetzt hier vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss, meine Lieben.